Als einer der originalen Uncanny X-Men aus dem Jahr 1963 hatte Cyclops eine Menge Potenzial. Er war schon immer eines der wichtigsten Mitglieder der Mutanten und seine Augen können ganz einfach Dinge weghauen. Also könnte man glauben, dass ihm das im Marvel-Universum ein bisschen Respekt verschafft. Aber die Comic-Autoren haben einen ziemlich guten Job gemacht, um Scott Summers zu Marvels meistgehassten Helden zu machen. Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie dieser Mutantenanführer von irgendwie cool zu irgendwie creepy wurde. Cyclops hat eine ziemlich unschöne Historie. Wenn man darauf schaut, wie er Frauen behandelt, ob es seine Freundin, seine geklonte Ehefrau oder nur irgendein Sumpfflittchen ist, an der er sich versucht. Als er glaubt, dass seine langjährige Freundin Jean Grey nach der Vulkanexplosion Uncanny X-Men Ausgabe 113 tot ist, was macht Scott da? Er verarbeitet seine Trauer ziemlich schnell und beginnt Marvels Standbein Colleen Wing zu daten. Dann lässt Cyclops Wings einfach wieder fallen, als er herausfindet, dass Jean noch am Leben ist und macht ihr in Uncanny X-Men Ausgabe 136 einen Antrag. Aber Jean stirbt als Dark Phoenix eine Ausgabe später. In Folge Ausgabe 144 ist er bei irgendeiner Lady in Florida namens Lee Forrester. Wir schreiben das mal alles auf schlechte Dating-Gewohnheiten, aber es wird noch schlimmer. Cyclops heiratet den Klon seiner toten Verlobten Madeline Pryor in Uncanny X-Men Ausgabe 175. Und dann behandelt er nicht einmal seine Klonfrau gut. Letztendlich kommt heraus, dass Pryor nur ein Werkzeug in den ruchlosen Plänen von In Mr. Sinister war. Aber schon weit vor dieser Enthüllung hängt Cyclops wieder mit Jean Grey herum, die zum 100. Mal von den Toten auferstanden ist, nachdem sie aus einem merkwürdigen Ozeankokon geschlüpft ist und lässt seine Frau alleine mit dem jungen Cable, der komische Cyborg-Windeln trägt, zu Hause. Madeline bekommt ihre Art der Rache, macht mit Cyclops Brüdern herum, wird zur Goblin Queen und dann tut sich die Hölle auf. Aber als Madeline später stirbt, trauert Jean Grey tatsächlich stärker als Scott, dessen Frau und Mutter seines Kindes sie ja war. Und wir wissen gar nicht so wirklich, welche von den Jean Greys jetzt wirklich die echte Jean Grey war. Und wer eigentlich der Phönix in der Form von Jean Grey war? Es wird kompliziert. Wie dem auch sei. Sogar nachdem er seine Familie für eine jetzt wirklich von den Toten auferstandene Jean Grey verlassen hat, entscheidet er, dass seine neue Beziehung ein bisschen langweilig wird. Weil ständiger Tod und Wiederkehr nicht aufregend genug sind. Als loyaler Liebhaber, der er nun mal ist, versucht Scott die Situation mit ein bisschen telepathischer Therapie von Emma Frost aufzupeppen, die sich als Phoenix verkleidet hat. Weil er aber mit einer weiteren, unglaublich mächtigen Hellseherin verheiratet ist, entdeckt Jean dieses telepathische Stell-Dich-Ein sehr schnell. Also, was macht Cyclops? Er versucht, sich aus der Situation herauszufinden und erklärt, dass ihre Liebschaften nicht zählen, da sie ja nicht physisch waren. Und haben wir schon erwähnt, irgendwie hat er auch Zeit gefunden, um mit Storm herumzumachen. Und wer zur Hölle ist das? Vielleicht sind seine Augen nicht das einzige Körperteil, das er nicht kontrollieren kann. Vielleicht sollte er in ein paar gute Rubin-Quarz-Unterhosen investieren. Und deswegen fallen sie als Heiratsmaterial durch, Mr. Summers. Der unbezahlte Anführer von Charles Xaviers Mutantenarmee zu sein, ist kein leichter Job. Besonders, wenn die Menschen meist nur einen selbst ständig hassen. Manchmal will auch ein X-Men einfach nur heiraten, sesshaft werden und ein oder zwei Omega-Level-Mutanten-Nachkommen aufziehen. Aber nicht Scott Summers. Auch wenn er mit der zuvor benannten Madeline Pryor verheiratet ist, hat Cyclops niemals sein Superschurken bekämpfendes Leben hinter sich gelassen und setzt ständig die Bedürfnisse seines Teams vor die Bedürfnisse seiner Familie. Wenn Cyclops der einzige Mutant da draußen wäre, der fähig wäre, sich zu revanchieren, wäre das eine Sache. Aber die X-Men und das Xavier-Institut sind beide übervoll mit gut trainierten Mutanten. Wie Dummy und Beak und Lob Herman? Auf jeden Fall hat Storm Scott einmal damit konfrontiert, dass seine Familienpflichten hinten anstehen. Seine Antwort? Naja, er hat sie zu einem Duell herausgefordert, das er verloren hat, obwohl Storm ihre Kräfte nicht einmal eingesetzt hat. Das Mutantenteam, das als X-Force bekannt ist, war immer schon ein bisschen grobschlächtig und fand sich meist in Argumenten mit den X-Men und der Regierung wieder, genau wie mit den Antimutantengruppen, die sie bekämpfen. Keines dieser Probleme wurde dadurch erleichtert, dass Cyclops ein extrem entzweiender Anführer ist. In Uncanny X-Men Ausgabe 493 zeigt Scott Summers ein paar frühe Anzeichen dafür, dass er ein totaler Faschist ist, als er sein Team neu organisiert, um seinen Sohn Cable zu töten.
Als wenn das Verfolgen und Umbringen des eigenen Kindes nicht schon genug wäre, holt er auch noch die traumatisierende Tötungsmaschine im Teenageralter, X23, mit an Bord. Er ermutigt ihre mörderische Neigung mehr, als ihr zu helfen, sich zu verändern, was gegen die Wünsche von Wolverine geht. Und das quittiert dieser natürlich mit einem guten alten Logan-Schlag direkt ins Gesicht. Prove it. You're a dick. Und natürlich verleugnet Cyclops jedes Wissen über die Aktion der X-Force, bis er auf frischer Tat vom Rest der X-Men ertappt wird. Und es ist nicht das letzte Mal, dass Cyclops sich als gefährlicher Extremist herausstellen wird. Über die Jahre haben sich die X-Men mit weitaus mehr als nur der gewöhnlichen Menge an absurd mächtigen Wesen herumschlagen müssen. Aber nur wenige davon reichen an die verheerende Phoenix Force heran. Cyclops hatte nicht nur bei zahlreichen Gelegenheiten mit diesem kosmischen Feuersturm zu tun, er hat einfach direkt die Frau geheiratet, die davon besessen war. Aber obwohl er viel zu viel Zeit im Angesicht mit einer Kreatur verbracht hat, die einst eine komplett bevölkerte Welt aus reiner Boshaftigkeit ausgelöscht hat, entschied sich Scott Summers dazu, sich bei der Aktion Avengers vs. X-Men wieder auf der Erde zu begrüßen. Die Phoenix Force bricht auseinander und entschied sich dazu, sich zu ihm und den anderen vier Mutanten zu gesellen. Aber es stellt sich heraus, dass ein Teil der Phoenix Force nicht genug ist. Also stiehlt er etwas davon von seiner On-Off-Freundin Emma Frost und macht sich damit fast allmächtig. Wahnsinnig vor Kraft macht Cyclops einen Dark Phoenix und versucht quasi jeden umzubringen. In der vorletzten Folge versucht der altruistische Professor X Cyclops zu helfen, aus seinem kosmischen Kraftrausch herauszukommen. Aber Scott lehnt ab und zwingt Xavier zu dem psychischen Smackdown auf ihn zu legen. Leider ist selbst ein Omega-Level-Mutant wie Professor X kein Gegner für die intergalaktische Macht des Phoenix. Und er wird absolut und komplett von Cyclops niedergestreckt. All das geschieht noch bevor er von der Phoenix Force übermannt wird. Also kann er das Alienwesen nicht einmal dafür beschuldigen, ein Idiot zu sein. Am Ende werden ihm all seine Kräfte genommen. Scott endet im Gefängnis und jammert über sein Bild in der Öffentlichkeit, weil sich ja auch alles um ihn dreht, oder? Sich selbst mit der zerstörenden Phoenix Force zu vereinen und sie dann wortwörtlich aus sich herausgeprügelt bekommen, ist wahrscheinlich für die meisten Superhelden ein Grund, um sich erstmal eine Auszeit zu nehmen. Aber Cyclops scheint seine Lektion nie zu lernen. Die meisten Leser sind sich einig, dass seine Talfähigkeit mit der X-Men-Ausgabe 97 aus dem Jahr 2000 begann, als er sich mit der Apokalypse vereinte, aber die Situation wurde nach der Phoenix-Sache nur noch schlimmer. In Avengers vs. X-Men Consequences holen Magneto und seine Crew Cyclops aus dem Supergefängnis. Die X-Men rufen dann eine Mutantenrevolution aus und bedrohen alles und jeden mit dem falschen Ende der optischen Vernichtung. In den Monaten nach seinem Tod in Death of X inspiriert Summers auch noch eine Crew von brutalen Mutantenverbrechern mit seinem todbringenden Aufstieg. Eine nicht so fröhliche Truppe, die sich selbst als The Ghost of Cyclops bezeichnet. Aber Leute, Cyclops ist nicht einfach nur ein Idiot. Er ist eine Art ausgewachsener Kriegskrimineller. Und das beinhaltet auch einen früheren Vorfall aus Secret Invasion, wo er bewusst eine eindringende Macht von Skrulls mit dem Legacy-Virus infiziert. Was eine ganz schlechte Entscheidung war und das Potenzial bekam, sich sehr schnell überall auszubreiten. Gibt es da nicht irgendwelche Gesetze für sowas? Als Cyclops entdeckt, dass ein merkwürdiger Nebel die Mutanten auf der Mew-Insel während der Death of X-Story getötet hat, unter anderem Multiple Man Jamie Madrox, deuten die Finger schnell auf die Inhumans und ihre umgestaltbaren, terrigen Nebel. Um diesen Mutanten zerstörenden Nebel zu zerstören, rekrutiert Cyclops eine kleine Armee, unter anderem mit einem chemischen Geniekind namens Alchemy, der so ziemlich nichts mit einem Mutantenkrieg zu tun haben will und letztendlich getötet wird, als er nur eine von ein paar giftigen Furzwolken neutralisiert. Am Ende des Kampfes wird Cyclops von Black Bolts hypersonischer Stimme getötet und wird zum Märtyrer für alles, was bei der Pro-Mutanten-Bewegung falsch läuft. Außer, dass Cyclops schon zu der Zeit nicht mehr am Leben war. Er wurde von der Mutantenpest getötet, noch bevor die erste Ausgabe endete, und war von da an eine gestörte telepathische Projektion, die von Emma Frost geschaffen wurde. Leider haben tote Menschen keine PR-Abteilung. Also ist es einfach zu verstehen, warum so viele Menschen letzten Endes Cyclops hassen. Aber was ist sein schlimmstes Verbrechen von allen? Er heißt Cyclops und hat zwei Augen. Was ein verdammter Lügner. Vielen Dank fürs Anschauen. Bald kommen weitere Looper-Videos über eure Lieblingscomics. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.